Das Leben in Quarantäne ist eine Herausforderung. Und so beschreiben die Betreuer der 20 China-Rückkehrer, die in dieser Berliner Klinik abgeschlossen leben, die Situation als belastend. Es fehle an Duschen und Toiletten. Immerhin, auch bei einem zweiten Test auf das Coronavirus sind die Ergebnisse negativ. Nicht von Lunge zu Lunge, wie ursprünglich gedacht, sondern von Rachen zu Rachen kann das Virus übertragen werden, ähnlich wie bei einer Grippe. Jetzt hoffen die Virologen, Infektionsketten eindämmen zu können. Sie sprechen von Containment. Das heißt, wir haben die Hoffnung, dass uns das gelingt, aber natürlich können wir das nicht versprechen. Aber die Hoffnung beruht darauf, dass wir eben in vielen Ländern der Welt bislang ein Containment auch wirklich hinbekommen. In China gelingt das derzeit nur teilweise. Die Patienten hier vertreiben sich die quälend lange Zeit in Quarantäne mit Fitnessübungen. Knapp 64.000 Erkrankungen zählt das Land inzwischen. 1.400 Tote sind zu beklagen. Doch inzwischen werden auch erste geheilte Patienten entlassen. Aus Sicht der Ärzte könnte ihr Blut der Schlüssel zur Besserung sein. Es gibt eine große Zahl von Antikörpern bei geheilten Patienten, die das Virus bekämpfen könnten. Hier hoffe ich aufrichtig, dass die geheilten Patienten in Krankenhäuser kommen, um ihr Plasma zu spenden, damit wir andere Patienten retten können. Bisher aber sind Krankenhäuser in der stark betroffenen Region Hubei völlig überfordert. Mehr als 21.000 medizinische Fachkräfte und Hilfsgüter aus anderen Teilen des Landes wurden nun in die Krisenregion entsandt. Außenminister Maas versprach bei einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Hilfe. Deutschland steht bereit, China nach besten Kräften dort, wo es gewünscht wird, bei der Bekämpfung des Coronavirus zu unterstützen. Sollte es hierzulande zu einer Infektionskette kommen, auch das sagen die Virologen, dann müssen wir uns auch hier auf eine Überlastung des Gesundheitssystems einstellen. Doch Deutschland zählt bislang 16 Infizierte mit einem guten Verlauf. Zum Vergleich, an der Grippe sind dieses Jahr bereits 60 Menschen gestorben.